Also wenn wir das hier hinschreiben können, egal was B ist, also das ist jetzt ein Ausdruck, der ist definiert für alle B mit der Einschränkung, hatte ich vorhin schon gesagt, wenn A größer als 0 ist, dann kann ich mich auch wieder fragen, was ist denn mit der umgekehrten Gleichung? Also wie kann man sowas hier lösen? Ja. Und da hatten wir ja schon eine Schreibweise für. Das ist der Logarithmus. Bloß am Anfang, als wir da zum ersten Mal drüber gesprochen haben, letzte Woche, habe ich gesagt, wir stellen uns erstmal den Logarithmus nur vor für so einfache Dinge wie 2 hoch 4 ist 16. Also der Zweierlogarithmus von 16 ist 4. Aber weil ich jetzt ja quasi beliebig mit Potenzen rechnen kann und alles irgendwie einen Sinn ergibt, kann ich natürlich auch beliebig mit Logarithmen rechnen. Also die Zahl, die das hier löst, für die schreibt man der Logarithmus zur Basis a von b. Das ist die Zahl x. Ja? Genau wie die Zahl, die die Wurzelgleichung löst, so ein Wurzelzeichen bekommt, schreibt man hierfür das. Das ist der Logarithmus. Und der Logarithmus wird Ihnen schon öfter wieder begegnen. Der ist zum Beispiel wichtig wenn man die Laufzeit von Algorithmen in der Informatik sich anschaut und taucht auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen auf, weil der Logarithmus sehr langsam wächst und man kann damit sehr gut Vorgänge beschreiben, die sehr schnell wachsen. Zum Beispiel die Dezibelskala, also wie wir hören. Unsere Ohren sind in der Lage, Unterschiede zwischen sehr, sehr leisen und sehr, sehr lauten Tönen wahrzunehmen. Und wenn Sie das einfach so jetzt in absoluten Werten hinschreiben würden, dann könnte man diese Skala gar nicht aufmalen, weil die Unterschiede zwischen groß und klein so wahnsinnig groß wären. Stattdessen schreibt man quasi immer nur die Faktoren auf. Also Dezibel ist so eine Skala, die Ihnen eigentlich angibt, wie viel mal lauter ein Ton als ein anderer ist und nicht wie weit er davon entfernt ist auf der Skala. Was ganz gut passt, weil die Biologen herausgefunden haben, dass wir eigentlich auch logarithmisch hören. Das heißt, wir können eigentlich auch tatsächlich nur sowas wie Faktoren unterscheiden beim Hören. Also wir können sowas hören wie, das ist dreimal so laut wie das. Andere Bereiche, wo Logarithmen vorkommen, ist Richterskala, pH-Werte. Das sind also viele Dinge, mit denen man häufig zu tun hat oder man liest drüber, aber man macht sich gar nicht klar, dass das eigentlich logarithmische Werte sind. Eine ganz wichtige Sache sollte man über den Logarithmus wissen, wenn Sie das nicht eh schon wissen. Und zwar rechnen wir mal, ich schreibe Ihnen mal Folgendes hin. Diese Zahl hier, a hoch, immer mit der Einschränkung, das steht ja hier, wir reden nur über positive Zahlen. A hoch der Logarithmus a zur Basis a von b. Was ist das? Also hier steht a hoch und im Exponenten steht der Logarithmus zur Basis a, derselbe Buchstabe a von b. Was kommt da raus? Da kommt b raus, ne? Weil der Logarithmus von a zur Basis a von b ist ja gerade die Zahl, die man in a hoch einsetzt, damit b rauskommt. Also dieses Ding ist b nach Definition des Logarithmus. Ja? Ganz simpel. Und das gleiche kann ich jetzt noch mit einer anderen Zahl schreiben. Sagen wir mal a hoch Logarithmus zur Basis a von c. Das ist natürlich dann c, weil der Logarithmus so definiert ist. Nichts weiter. Ja? Und wenn ich diese beiden Zahlen miteinander multipliziere, das heißt, wenn ich b mal c ausrechne und wieder unser altes Potenzgesetz anwende, dann muss ich ja nur oben die Exponenten addieren. Das heißt, hier kommt raus a hoch Logarithmus zur Basis a von b plus Logarithmus zur Basis a von c. Und jetzt steht hier, das hier ist die Zahl, mit der ich a potenzieren muss, damit das hier rauskommt. Mit anderen Worten, was ich eben durch diese kleine Rechnung gerade ausgerechnet habe, der Logarithmus zur Basis a von dem links, von dem hier, ist das, was hier oben steht. Das ist die Zahl, die ich in die Potenz einsetzen muss, damit das rauskommt. Also das ist das, was da rechts im Exponenten steht. Und das ist eigentlich die wichtigste und entscheidende Eigenschaft des Logarithmus. Der macht aus Multiplikation Addition. Ja? Ich habe hier ein Produkt stehen. Und
Der Logarithmus des Produktes ist die Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren. Das ist die Art und Weise, wie vor Einführung der Computer hunderte von Jahren gerechnet wurde, mit Logarithmentafeln und später mit Rechenschiebern. Wenn man das Produkt von zwei sehr großen Zahlen oder von zwei Zahlen mit sehr vielen Nachkommastellen ausrechnen wollte, dann hat man das gar nicht wirklich ausgerechnet, sondern man hat von diesen beiden Zahlen in umfangreichen Logarithmentafeln die Logarithmen nachgeschaut und hat die beiden Logarithmen addiert und hat dann in der Tafel wieder nachgeschaut, welche Zahl zu diesem Logarithmus gehört. Also man hat quasi das Multiplizieren ersetzt durch Nachschauen und Addieren, weil Addieren wesentlich weniger zeitaufwendig ist und man da auch weniger Fehler macht. Ja? Und so funktionieren Rechenschieber auch. Vielleicht schauen Sie sich nochmal an, wie ein Rechenschieber funktioniert. Heutzutage sieht man das nicht mehr, aber früher hatten die Ingenieure immer so in ihrem weißen Kittel hier oben den Rechenschieber drin, da wo jetzt der Taschenrechner drin ist oder das Smartphone oder was man jetzt da so drin hat.